Hallo und herzlich willkommen bei Total War Warhammer 2. Wir beginnen heute mit einem Blick auf unser gelobtes Lothern. Wer weiß, wie lange es noch steht, nachdem wir heute vorhaben, uns das Ritual zu eigen zu machen. Und ich hoffe mal, das gelingt auch. Bevor wir das tun, bringen wir unsere Armeen noch in Stellung. Die waren beim letzten Mal hier oben. Die müssen hier runter nach Elzia. Dann, ihr müsst hier zum Einhorntor. Könnte man eigentlich... machen wir mal Einhorntor und Reitermark, die beiden. Und die beiden hier unten passen sowieso. Ich kann aktuell nicht mehr viel machen, außer auf den Knopf zu drücken und zu beten. Wir haben 4120 Gold, die heben wir uns erstmal auf. Wir sind auch wieder im Plus, das ist okay, das ist gut. Und das heißt, wir gehen gleich mal in die nächste Runde. Und dann schauen wir mal, wie es uns ergeht, wenn uns alles entgegengeschmissen wird, was Rang und Namen hat. Ich hoffe, unsere Einheiten reichen. Schauen, was Tyrannok macht. Vielleicht stiftet der noch ein bisschen Unruhe im Westen. Das kommt uns ganz gelegen. Unser Magier hat wieder einen neuen Rang erhalten fürs Rumstehen, offenbar. Gut, wir haben eine Technologie erforscht. Wichtige Freunde, Unterhalt ist gefallen, sehr schön. Das heißt, wir haben noch mal ein bisschen mehr Geld. Dann wählen wir doch gleich noch die nächste Technologie aus. Lehren der Hoet. Nahkampfangriff für Kommandanten und hinzugefügte Helden. Nahkampfabwehr plus 5. Ja, könnte man machen. Ich würde aber zuerst ganz gern unsere regulären Einheiten ein bisschen pimpen. Phönixgardisten. Ja, können wir hier mal Drachenprinzen. Wir haben hier schon einiges ausgeschöpft. Na gut, machen wir einfach hier mal voll. Gut. Dann der nicht zugewiesene Fähigkeitspunkt hier oben. Nachwachsen. Dann ziehen wir euch jetzt hier mal rein. Okay, du kommst sowieso nicht hier runter. Dann euch hier oben bringen wir... Oh, der kommt sogar bis Elysia. Ja, und dich bringen wir auch hier rein. Dich könnte man eventuell... Wir lassen den mal hier stehen. Ich will die nicht zu sehr aufteilen, damit die nicht gleich abgegriffen werden. Das heißt, in zwei Runden ist es soweit. Die müssen wir noch aushalten. 5000 Gold aktuell. Gut, dann machen wir gleich mal weiter. Oh, hier haben wir noch was. Du kannst auch noch aufsteigen. Geschwindigkeit für Riesenadler, Streitwagen und illyrianische Grenzreiter haben wir gar nichts, oder? Und sind das hier? Ich glaube nicht. Dann machen wir lieber das hier. Eins von denen hier. Kavallerie. Oh, das sind alles. Na gut, Silberhelme haben wir nicht. Oder? Das ist die Seegarde. Speerträger. Doch, Silberhelme sogar. Okay. Ist dann zwar nur die Kavallerie. Wir haben hier oben auch noch was, sehe ich gerade. Oh, Waffenstärke plus 10 beim Kampf gegen Skaven und Chaos und Norskar. Das gilt zwar nur für unsere Heldin, aber trotzdem. Dann machen wir das da. Doch, das hier. Gut, nächste Runde. Oh, ich wollte noch schauen. Ah, kann ich jetzt nicht. Wie es hier oben ausschaut bei den Dunkelelfen. Ob die schon wieder aufgebaut haben oder ob denen immer noch eine Stadt fehlt.
So, Ritus des Erweckens, das können wir auch noch machen. Stimmt, dass wir uns vorher noch mal kurz aufpimpen. Gar nicht mal verkehrt. I am the heir of Anarion, and I bid Melvin, ein militärisches Bündnis nehmen wir an. Sehr gern. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir jetzt angegriffen werden, eventuell können wir hier Tyrannok auch noch die ein oder andere Armee zuweisen oder das ein oder andere Kriegsziel zuweisen. Das wäre natürlich super, wenn die uns noch unterstützend unter die Arme greifen könnten. Aber die sind natürlich im Westen mit ihren Armeen. Naja, schauen wir mal. Argul soll die Füße stillhalten. Wer kommt jetzt? Friedensabkommen, das trifft sich sehr gut. Flüchtlinge aus Tor Elitis. Die waren hier unten irgendwo. Ich glaube, das sind die, oder? Nee, das ist ein anderes Symbol. Ich weiß nicht, wieso er jetzt hierher gezoomt hat, ob die schon irgendwo in der Nähe sind. Kann uns aber ganz recht sein, Friedensabkommen, sehr gern. Hallo, Star 67, 76. Oh, was haben wir denn jetzt? Eigenschaft erhalten. Geschwindigkeit minus 5, Erfolgschance der Aktion des feindlichen Helden plus 5. Eieiei. Na gut, dann können wir hier nochmal upgraden. Langsam, aber sicher wird es spannend. Dann du müsstest aber jetzt hier mal reinkommen. Reitermark, dann du Richtung Einhorntor. Ihr beiden seid in Position, das ist gut. Dann fehlt nur noch er hier. Und der kommt hier sogar an, das ist sehr schön. Dann lassen wir den nämlich hier stehen und dann wählen wir noch kurz hier einen Ritus. Und zwar den hier, Anrufung von Wall. Rüstung plus 5, Einheitenerfahrung plus 2, Armeefähigkeit. Die 1500, die leisten wir uns jetzt einfach mal. Ich hoffe, das tritt sofort in Kraft. Was haben wir hier? Meeresgoldesklinge. Für wen ist das? Euch stehen 4 mächtige magische Gegenstände zur Verfügung. Welchen wählt ihr? Gesegnetes Buch. Magieresistenz. Grundchance auf Kontrollverlust. Dann machen wir mal hier das gesegnete Buch. Müssen wir halt noch zuweisen, aber ist ja jetzt hier. Schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas machen können. Hier bei unserem Hauptanführer nicht. Da müssen wir nichts zuweisen. Vielleicht bei der anderen Armee. Vielleicht haben wir da noch irgendwo Platz. Dämmerstein. Ja, physische Resistenz ist schon ganz gut. Der ist jetzt nicht wahnsinnig gut ausgerüstet, aber passt schon. Gut, dann sind die jetzt auch in Position. Hier können wir hier nicht wechseln, hier können wir nochmal wechseln. Dann würde ich sagen, geht's los, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Wir schauen nochmal ganz kurz in die Diplomatie. Eventuell, wir haben hier militärische Zugänge nur. Können wir hier vielleicht gleich noch verhandeln? Schutzbündnis, militärisches Bündnis. Wurde angenommen. Oh, Konföderation brauchen wir jetzt aktuell nicht. Vielleicht können wir nämlich da die dazu bringen, dass die dann zu uns hochfahren und uns helfen. Militärisches Bündnis angenommen. Dann Tyrannok sowieso. Festung der Abenddämmerung, da haben wir auch schon eins. Da haben wir noch militärischen Zugang, können wir machen. Festung der Morgendämmerung. Militärisches Bündnis. Ja, gut, 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 gut. Können wir da noch was machen? Wir hauen einfach mal alles raus, was es hier gibt. Die Piraten, sogar die sind uns wohlgesonnen. Wahnsinn. Wollen aber kein militärisches Bündnis. Wir können mal den militärischen Zugang machen. Ja, wollen sie nicht. Sehr schade. Ritter der Flamme. Wir haben noch einige hier, mit denen wir handeln können, sehe ich gerade. Wir sind neu dazugekommen.
Oder wir haben die neu entdeckt. Also, das wurde angenommen. Handelsabkommen geht noch nicht. Aber vielleicht in der nächsten Runde. So, dann schauen wir hier mal. Militärischer Zugang. Er haut alles raus. Eventuell mag ja doch noch einer. Nicht Angriffspakt. Oh, wieder nicht. Na gut. Ihr seht schon, ich will mich etwas drücken vor dem Knopf hier oben. Ah, hier wollen wir auch noch schauen. Haggräf ist immer noch verloren. Haggräf, das war hier oben. Oh, jetzt sind schon zwei Chaos-Einheiten hier. Die Haggräf belagern. Das schafft er doch nie im Leben. Wie viele Runden hat er noch? 8 Runden. In 8 Runden müsste der jetzt hier mit seiner kompletten Armee, die hier irgendwo sitzt, drüber. Das klappt nicht. Perfekt. Gut für uns, gut für uns. Dann, das Ritual ist hier uns, egal. Der hat aber auch hier Pahuax verloren. Na gut. Okay, dann werde ich jetzt mal speichern. Und wir schauen mal, wie es uns ergehen wird. Oh Gott, oh Gott, ich bin nervös. Wir haben noch etwas Geld, das ist okay. Das sparen wir. Gut. Der Ritus müsste ja jetzt sofort in Kraft getreten sein. Hoffe ich mal. Ja. Gut, also Lothan, Tor, Kurali und Einhorntor. Tor, Kurali und Einhorntor. 20 Runden, jetzt gilt's. Los geht's. Das Ritual ist im Gange, mein Herr. Auch wenn Sie zusammenarbeiten, wird die Vollendung eurer besten Adepten etwas Zeit kosten. Ja, das kennen wir ja schon. Die Macht des Rituals ist so. Doch habt Acht. Denn wenn der Mahlstrom geschwächt ist, schlüpfen die Mächte des Chaos in diese Welt. Bereitet eure Verteidigungen vor. Sie werden zweifellos von der Macht des Rituals angezogen. Okay. Okay, ist irgendwo Interventionsarmee, haben wir hier nicht. Wie soll denn das gehen? Da müssen wir jetzt warten, der wird sich hier durchschnetzeln bis nach unten. Uiuiui. Können wir gleich mal vielleicht Kriegsziele festlegen. Wisdom awaits. Eieieiei. Können wir jetzt hier irgendwo vielleicht... geht das denn hier? Kriegskoordinationsziel festlegen. Wählt eine Siedlung oder einen Kommandanten eines gemeinsamen Feindes. Geht das jetzt hier? Nö. Offenbar nicht. Das ist natürlich schade. Das sind aber jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 komplette Armeen. Oh, wow, 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 wow. Na gut. Wir schauen mal, ob wir das irgendwie gebacken bekommen. Wir müssen auf alle Fälle mit den beiden hier hoch. Die Frage ist, wenn hier eine Interventionsarmee erscheint, dann erscheint die meistens hier unten bei Lothan. Und das ist natürlich dann auch blöd. Eieieiei. Sind die denn hier nicht automatisch mit im Krieg? Clan Moors, Kult der Sinnesfreuden. Na gut, wir müssen jetzt offenbar alleine zurechtkommen. Also, wir bringen hier mal unsere Leute hier rüber. Eieieiei. Wir müssen hier in Gruppen gehen. Dann, euch müssen wir auf alle Fälle hier rüberbringen. Ei, du kannst noch nicht gehen. Echt jetzt? Wir müssen hier wieder durchs Phönixtor, umständlich. Ich hoffe, die teilen sich auf, dass die einmal hier nach rechts und einmal nach links gehen. Ei, sind das viel, sind das viel. Gut. Wir bringen dich mal hier runter.
Soll man mit denen hochgehen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Wir müssen die hier lassen erstmal. Wir haben hier oben jetzt nicht unbedingt wichtige Städte. Aber das hier müssen wir auf alle Fälle verteidigen. Also wenn er sich hier runter plündert, dann ist es okay. Dann können wir nichts dagegen machen. Aber ansonsten... Eieieiei. Können wir vielleicht noch kurzfristig irgendwie was aufbauen. Da wieder auch reingehen. Wo ist denn hier die beste Garnison? Weißer Turm. Der ist wo? Da unten. Da ist die beste Garnison. Selbst die wird uns nichts nützen. Und die anderen, die sind einfach nur, ja, die werden einfach niedergerissen. Na gut, wir können sowieso jetzt nichts dran ändern. Es ist halt mal passiert. Habe ich was vergessen? Also ihr könnt euch nicht mehr bewegen. Also ihr jetzt schon, aber zu zweit nicht. Und wenn wir die jetzt angreifen würden, die werden alle komplett verstärkt. Das ist so grausam. Das ist so grausam. Ich lade nochmal neu. So war das nicht ausgemacht. Ist halt blöd, ne? Ich meine, wenn wir gewusst hätten, dass die hier wieder auftauchen. Ich dachte, die wären wieder eher verteilt. Oh, da haben wir schon was. Interventionsstreitkraft der Dunkelelfen. Wo ist die denn? Die ist bestimmt unten in Lothern. Na klar. Und was macht er? Belagert er? Okay, es ist bisher nur eine, das ist okay. Gut, dass wir hier nicht hochgelaufen sind. Das sind viele Kämpfe zu schlagen jetzt. Fraktion vernichtet Ritter von Origo. Haben wir mit denen nicht gerade noch verhandelt? So, ja, natürlich. Oh, ist das kacke. Der bringt hier alles. Und auch noch Skaven. Ich hasse ja die Skaven. Wir probieren mal wieder so viel wegzuschlagen, wie es gerade geht mit unserer Miliz. Wir werden die wieder relativ kompakt aufstellen. Wahrscheinlich sogar hier hinten. Damit das irgendwie klappen soll. Eieiei. Die Skaven, ne? Alle ziemlich gut aufgelevelt. Rang 7 müsste das sein. Ne, Quatsch, nicht Rang 7. 7, Rang 5. So, ja, Verstärkung bekommen sie natürlich auch noch. Eine kleine, kompakte Siedlung ist das. Frag mich gerade, sollen wir hier einfach stehen bleiben und es auf uns übergehen lassen? Aber letztes Mal hat das auch ganz gut geklappt eigentlich. Da ist jetzt nämlich der Punkt, da stellen wir uns hier wieder schön auf. Ich würde schon sagen, machen wir einmal so. Und einmal hier drüben. Dann halten die hier nämlich ab, während unsere Bogenschützen schön hier alles unter Beschuss nehmen. Ich schau gerade. Die kommen sonst nirgends rein. Genau. Unsere Kavallerie. Würde ich ja gerne irgendwie hier platzieren. Die Bogenschützen der Kavallerie, die setzen wir auch hier rein. Oh. Andersrum. Können wir vielleicht, wenn wir euch so ein bisschen schräg reinstellen. Ich weiß, ich mache mir wieder viel zu viel Gedanken für diese Schlacht, aber ich will so viel wie möglich mitnehmen. Wenn wir schon verlieren, dann glorreich. Dann unser Adler bleibt erstmal hier. Der kann ja sowieso... Doch, der hat sogar... Nee, die gehören nicht zum Adler. Haben wir das wohl? Okay, das können wir auch machen. Und was ist denn das? Belagerungsschlachten können sofort begonnen werden.
Na gut, und unser Kommandant ist Nahkämpfer. Den stellen wir hier in die Mitte, der kann nicht zaubern. Gut, dann los geht's, Mensch. Und wir machen das mal auf die schnelle Art. 2, einmal feindliche Unterstützung gibt's hier noch. Ja. Jetzt schießt er natürlich wieder mit seiner Artillerie. In der Zwischenzeit können wir uns hier die wunderschöne Umgebung anschauen. Das ist schon sehr prachtvoll. Während wir innerlich verzweifeln. Oh, das sieht auch super aus hier. Sehr schön. Na los, dann etwas schneller. Die feindlichen Leitern stehen an der Mauer. Da muss er wieder ordentlich Luft holen. Die, denk mal, die sind dann ziemlich erschöpft. Wir sehen die noch nicht. Die sind immer noch versteckt. Hier sehen wir es. Ist immer noch frisch. Eigentlich müssen die dann relativ schnell... Jetzt sind sie nur noch aktiv. Durch das Hochsteigen. Wen haben wir denn hier? Achso, einfach nur eine Fahne. Ja, jetzt, wenn ihr euch mal beeilen würdet. Ich meine, gegen die Kleinen hier. Unsere Löwen und unsere Speerträger sind gegen die ganz gut gerüstet. Hier gegen die weniger. Da steht ja noch jemand. Was? Oh Gott, ich habe ja jemanden vergessen. Eieiei. Habe ich jemanden vergessen, Mensch? Dann bringen wir dich mal hier rein. Die wird natürlich schon ordentlich beschossen jetzt. Eieiei. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Was machen die denn hier oben? Ah, ich habe die Zeit wieder nicht eingeschaltet, Mensch. Dann hätten wir jetzt hier schnell einfach auf Zeit spielen können, aber das können wir ja sowieso vergessen. Wenn ich hier die Armeen da hinten sehe. So, den hier könnten wir uns zum Beispiel mal holen. Ne, wir warten noch. Wir können jetzt vielleicht hier rein und können denen in den Rücken. Oh, das ist hier wieder eine Kriegsmaschine, okay. Er bleibt aber relativ stecken, sehe ich gerade. Was ganz gut ist. Okay, da läuft er jetzt hier ordentlich rein. Jetzt werden wir hier dem in den Rücken fallen. Wir sind halt sehr langsam, unsere Kavallerie. Warum auch immer. So, jetzt schießt die auch mal, Mensch. Gut. Wir konzentrieren jetzt unser Feuer einfach mal. Haben wir nur zwei? Nee, da haben wir auch noch welche. Einfach mal schön das Feuer konzentrieren hier. Okay, der kommt komplett über rechts. Das heißt, wir gehen hier mal rüber. Wie der hier uns dezimiert. Wahnsinn. Ah, na gut. Hat er nochmal Glück gehabt, Mensch. Oh, da kommen nochmal welche. Verdeckte Truppen sogar. Bring mal eine hier rüber. Wie kann das denn so schwer sein, diesen einen hier, der hier so durchmarschiert, dass man den hier irgendwie kaputt macht? Ne? Kann doch nicht so schwer sein. Und
hier irgendwo noch Nahkämpfer? Oh, und jetzt kommt hier schon die Artillerie. Bäm, jawohl, schön rein, gleich wieder raus. Genauso muss es sein. Umdrehen und nochmal hier rein. Ihr Schweine! So. Immer schön raus und reinlaufen, das ist ein guter Trick bei der Kavallerie. Damit die hier quasi ein bisschen was mitbekommen. Und dann müssen wir jetzt einfach mal mit den anderen auch in den Nahkampf gehen. Mit unseren Bogenschützen zum Beispiel. Wir müssen einfach alles mitnehmen. Alle schön rein hier. Wobei er hier. Er könnte ja auch hier noch reinlaufen. Vielleicht auch nicht verkehrt. So. Vielleicht sollten wir uns auch hier um den Kommandanten kümmern. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Dass wir alles auf den Kommandanten setzen, dass der schon mal weg ist. So, jetzt lassen wir hier natürlich die rein. Das ist natürlich nicht so gut. Wo ist deren Kommandant? Wo ist der? Da ist er. So, unser Adler fliegt hier irgendwo rum. Ich weiß nicht, was der macht. Wir probieren es trotzdem. Wir gehen komplett auf den Kommandanten. Der bereits flieht. Er flieht bereits. Das ist ja schön. Das heißt, dann bekommen wir den eventuell noch. Macht ihn. Jawohl. Wunderbar. Ist okay. Oh, das ist super. Das ist sehr gut. Richtig, richtig gut, Mensch. Ja, jetzt ist natürlich die Übermacht da. Und da vorne stehen ja auch noch ganz viele. Aber, wie gesagt, wir nehmen mit, was geht. Wir können vielleicht noch zaubern. Können wir hier irgendwo vielleicht auf jemanden? Wieso geht das nicht? Große Explosion. Gültige Ziele Feind. Ja, würde ich ja gern. Das ist doch hier unser Feind. Ist nicht auf einer Plattform. Okay. Na gut, na gut. Okay. Also. Alle flüchten. Es ist getan. Und jetzt schauen wir mal, was wir alles mitgenommen haben. Ja, doch, 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 doch. Kann sich sehen lassen für unsere kleine Miliz hier. Wird zwar jetzt wahrscheinlich alles niedergerissen, aber nun gut. Natürlich reißt er nieder. Ja, jetzt fährt er natürlich noch hier runter. Das ist so klar. Na gut, die Schlacht schlagen wir gleich. Wir machen eine kurze Pause. Ich muss kurz raus und in 5 Minuten bin ich wieder da.